für dich Natur? Also Natur ist für mich, wenn ich draußen bin, im Grünen, wenn etwas nicht bebaut ist, zum Beispiel eine Wiese, die keine Gebäude hat, die nicht von Menschen, sage ich jetzt mal, berührt wurden. Ein Ort, wo man einfach ungestört ist, wo es grün ist, wo Pflanzen, wo Bäume sind, wo einfach der Mensch nichts dran getan hat, wo man einfach entspannen kann. Was denkst du ist Naturschutz? Also Naturschutz ist für mich, wenn Menschen sich engagieren, zum Beispiel für die Rettung der Bäume oder der Lebewesen. Wenn zum Beispiel im Regenwald die Menschen viele Bäume abfällen wollen und sich die Menschen dafür dann engagieren und einsetzen, dass die nicht abgefällt werden und dass sie zum Beispiel streiken oder Unterschriften sammeln, dass das halt erhalten bleibt. Wie denkst du, können wir der Umwelt helfen, dass nicht noch mehr Tiere und Pflanzen aussterben? Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten und da muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden, was in seinem Rahmen möglich ist. Es können Schulklassen Baumpatenschaften übernehmen oder Bachpatenschaften und so weiter. Da muss man dann mit den kommunalen Behörden entsprechend zusammenarbeiten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt erst gelesen, dass ein Mädchen, jetzt muss ich lügen, ich glaube in Australien wegen einer Ölkatastrophe so erschüttert war, dass sie angefangen hat, ihre Vogelbilder, weil sie schon seit klein auf von Vögeln begeistert ist, dass sie die zeichnet, sehr schön übrigens, und die dann verkauft. Und es war erst so im Rahmen von, weiß ich nicht, ihren Bekannten und Freunden und so über die Schule lief das. Und es hatte schnell einen riesen Boom im Internet und jetzt inzwischen hat sie über 100.000 Euro, Dollar, natürlich Dollar, über 100.000 Dollar, glaube ich, in einem Jahr mit diesen Bildern gemacht und die gespendet. Wie denkst du, kannst du am besten die Umwelt schützen? Wenn ich mein Papier in den Müll immer werfe und nicht auf den Boden. Weniger Auto fahren. Also würde ich Kraftwerke vermeiden und mehr Windkraftanlagen aufbauen. Also indem ich auch nicht so viel Plastik verbrauche. Zum Beispiel heutzutage gibt es ja immer Plastiktüten, die man nicht verwerten kann, also die nicht richtig verwertet werden können, dass man dann vielleicht lieber Stoffbeutel fürs Einkaufen nimmt und die dann immer wieder verwertbar nimmt oder wieder verbraucht. Oder dass man nicht nur aus Plastikflaschen trinkt, sondern sich eine feste Glasflasche oder eine Flasche anlegt, die man auch wieder benutzen kann. Also anstatt in dem Auto mal das Fahrrad nehmen oder zu Fuß laufen. Zum Beispiel, indem ich nicht alle Pflanzen kaputt mache und andere Lebewesen irgendwie verletze. Jetzt schalten wir live um zu einem Imker aus Kienwerder. Hallo. Können Sie noch mal sagen, warum sterben eigentlich so viele Bienen? Bienen sterben erstmal ganz normal. Das wäre nicht das Problem, wenn die Bienen normal sterben. Die Königin legt ja jeden Tag 2000 Eier, da würden genügend Bienen mitkommen. Aber das ist nicht das Problem. Das schlimmste Problem ist, was wir haben mit unseren Pestiziden und Giften. Und die Biene reagiert auf Umweltgifte, auf Pflanzenschutzmittel, auf Pestizide sehr empfindlich. Da sterben sehr viele Bienen. Ich sehe, Ihre Frau ist auch da. Ist sie auch Imkerin? Wir haben das beide gemeinsam gelernt bei einem ganz alten Imker. Der ist leider mit 96 Jahren verstorben, aber wir mussten da früh erscheinen und dann hat er uns beigebracht, wie alles gemacht wird. Was würde jetzt passieren, wenn wir auf einmal keine Bienen mehr hätten, wenn alle ausgestorben wären? Ja, dann hätten wir keine Bestäubung der Pflanzen. Die gesamte Nahrungskette würde dann auf einmal einen mächtigen Crash kriegen, es findet keine Bestäubung statt und wir haben in einigen Jahren nichts mehr zum Essen. Oder so kleine vermickerte Früchte. Und vielleicht kennt ihr den großen Forscher Albert Einstein? Ja. Was hat Albert Einstein gesagt? Wenn die Bienen aussterben, stirbt in 4 Jahren die Menschheit. Das ist vielleicht ein bisschen extrem.
aber es ist ein Symbolcharakter. Das bedeutet, wenn im Frühjahr keine Bestäubung stattfindet, haben wir kein Obst und kein Gemüse. Und das ist das Problem. Und wie ernähren wir uns? Denn Obst und Gemüse sind für uns die wichtigsten Vitaminspender. Ja. Und wenn das ausfällt, kann man wirklich sagen, dann stirbt langsam die Menschheit aus. Hier in Stahnsdorf steht ja eine mehrere hundert Jahre alte Stieleiche. Kannst du uns dazu vielleicht noch was erzählen, wie also die Geschichte oder lebt diese Stieleiche überhaupt noch? Ja, ja, zum Glück lebt sie noch. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Also es gibt ja zwei sehr alte, die stehen fast gleich in der Nähe vom Weinberg-Gymnasium im Beketal. Da gibt es einmal eine ganz alte Eiche, ein bisschen weiter weg. Und dann gibt es eine ganz alte Eiche, die steht mitten am Weg. Und das gab es eine ganz schöne Geschichte vor ein paar Jahren, die auch in der Presse ganz schön hochgekocht ist. Auch die Bäume, ist einfach so, wenn ein Baum alt wird, eine Eiche alt wird, hat sie auch alte Äste. Ist natürlich klar, die können auch abbrechen, runterfallen und weil da ein Weg runterging, können die natürlich auch Menschen treffen halt. Ne? Aber es gab dann auch viele Naturschützer, aber auch Menschen, die auch den Wert dieser Eiche erkannt haben, gesagt haben, nee, das geht nicht, ihr könnt jetzt hier die Eiche nicht fällen und ihr könnt aber auch nicht die total ausästen, dann ist ja die Eiche keine Eiche mehr. Ne? Und die erste Reaktion war damals, dass der Weg einfach komplett gesperrt wurde. Also auch ein Weg, den ich schon seit meiner kleinsten Kindheit immer mit Fahrrad oder zu Fuß durchgehe, war plötzlich zu. Von beiden Seiten richtig war die Welt mit Brettern vernagelt. Und das ging eine ganze Weile so. In der Zeit gab es eben auch in der Presse den Streit, was macht man? Befürworter, Gegner oder so haben eben gesprochen. Und letztendlich, jetzt habe ich es gesehen, man hat den Weg einfach ein bisschen von der Eiche weggeführt. Und es sind ein paar schlimme Äste wahrscheinlich, also ein paar Äste vielleicht weggenommen. Aber so ist eben halt, dass kein Mensch mehr direkt unter der Eiche drunter durchgeht. Und ich denke mal, so hat man das Problem auch gut lösen können. Stell dir mal vor, du bist Bürgermeister. Dann kommt jetzt irgendjemand zu dir, will eine Straße bauen, die entweder durch ein Feuchtgebiet führt oder durch einen Wald. Welche Möglichkeit würdest du wählen? Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann würde ich am liebsten keine Straße bauen, weil beides ziemlich schädlich für die Umwelt wäre. Egal welche Möglichkeit man nimmt, die Tiere werden irgendwie belästigt, weil im Feuchtgebiet leben Tiere unter Wasser und am Wasser. Und im Wald leben Tiere auf Bäumen im Wald. Und dadurch würden die Tiere belästigt werden. Ich würde einfach sagen, dass keine Straße gebaut wird. Wenn es sein müsste, würde ich das Feuchtgebiet wählen, weil wenn man jetzt im Wald die Straße bauen würde, müsste man halt eben die ganzen Bäume abfällen und noch mehr Arbeit und noch mehr Material. Und deswegen würde ich das Feuchtgebiet wählen. Naja, vielleicht könnte man ja im Wald dann bauen und dann die Bäume dann wieder anpflanzen irgendwo. Straßen braucht man ja schon. Also ich würde nicht sagen, dass keine Straße gebaut wird. Ich würde sie aber allerdings durch ein Feuchtgebiet führen und zwar auf Stelzen die Straße, damit ich nicht viel kaputt mache. Durch die Bienen wird der Pollen über alle Blüten verteilt. Und die Biene kommt am Tag 10, 20, 100 Mal immer wieder mit dem Pollen über die Blüten. Und dadurch werden die Blüten bestäubt und dadurch haben wir wunderschöne Früchte.
Es wäre für mich die optimale Lösung natürlich, dass in den nächsten 50, 100 Jahren die Möglichkeit da wäre, dass das nochmal ich als Bürgermeister vielleicht mit Initiativen das irgendwie hinkriegen könnte, dass irgendwie... Und hier sind eben wirklich noch schöne alte Ulmen auf diesem Friedhof, die hier wachsen halt. Hallo! Stopp! ich sehe, Ihre Frau ist auch da. Ist sie auch im Griff?